erstes muss ich mal ein großes Lob loswerden, weil das Aufbauteam hat ganze Arbeit geleistet. Ganz toll. Also großes Kompliment, falls ihr mal noch ein Praktikum benötigt. Der Mannheimer Kunstverein bietet sowas auch an. Ich sehe zu meinem Vergnügen Ottmar Hörl hier rumstehen. Einer der Zwerge guckt in meine Richtung und zeigt mir den Stinkfinger. Mhm, weiß Bescheid. Helge, ja. Wir kennen uns schon gefühlt 100 Jahre. Dabei sind es erst 39, wie wir vorhin festgestellt haben. Merkt man, was für alte Säcke wir geworden sind. Ja, sein Ganzes. Ja, es war tatsächlich 1983 und zwar war ich da noch Student der Kunstgeschichte und bin mit einer Exkursion nach Dresden gefahren und da habe ich im grünen Gewölbe, haben wir einen, der dort gearbeitet hat, gefragt, hey, wo kann man hier abends hingehen, gibt es hier irgendwelche Kneipen oder so, das war in der DDR nicht so einfach, vor allem wenn man von außen kam, hat er gesagt, nu klar, wir können uns heute Abend treffen. Und dann haben wir den getroffen und er hat gesagt, ich habe noch ein paar Freunde, die besuchen wir morgen. Und wir haben einen Atelierbesuch gemacht bei Helge Leiberg. So haben wir uns kennengelernt. Und im Jahr drauf sind wir dann zum ersten Mal allein, ohne Begleitung sozusagen, rübergefahren nach Dresden. Und wir haben vorher kommuniziert und ich habe gesagt, habt ihr irgendwas, was ihr mitgebracht haben wollt? Und Helge sagte, naja, da gibt es verschiedene Dinge, aber Ananas wäre ganz toll. Ananas gibt es hier nicht. Also haben wir eine Ananas mitgebracht, sind bei ihm eingelaufen und da saßen die Leute schon um den Tisch rum mit Messer und Gabel und haben darauf gewartet, dass die Ananas endlich kommt. Also es gab das große Ananasfest. Du hast vorhin gesagt, du hast es völlig verdrängt. Du hast davon keine Erinnerung mehr. Macht ja nichts. Also, hat Spaß gemacht. Wir haben natürlich von der Ananas nichts abgekriegt, war aber auch nicht schlimm. Wir hatten ja genug zu Hause. Genau, ich wusste, wie es schmeckt. Ja, das war der Kontakt. So, jetzt reden wir aber über Kunst. Genau. Was mich schon immer interessiert hat, lieber Helge, wie kommt man zur Kunst? Fängt man in der Schule an zu zeichnen und denkt, da könnte ich was draus machen? Oder wie ist das bei dir passiert? Weißt du das noch? Ja, ungefähr. Also ich habe schon viel früher, als ich noch nicht in der Schule war, schon gezeichnet. Und zwar hatte mein Vater aus seiner Firma solche ganz merkwürdigen Briefblöcke mitgebracht. Da waren so nackte, halbnackte Frauen drauf, so mit Bikini für dumme Werbung. So für das inspiriert. Ja, und dieses Papier war so dünn, dass ich die von hinten durchgezeichnet habe. Und das war meine erste Zeichnung. schon mal ein guter Anfang. Genau, wie ging es weiter? Naja, und dann war für mich eigentlich dadurch schon klar, ich will Maler werden. Also ganz merkwürdig, aber es war tatsächlich so. Und ich habe das dann einfach konsequent verfolgt, bis ich dann eben Maler geworden bin. Also ich habe immer gezeichnet. Und in der Schule sehr viel Ärger gehabt, weil ich auch im Unterricht gezeichnet habe. Also nicht im Zeichenunterricht, sondern in allen anderen Fächern. Und ich war gerade erst vor 4 Tagen zum Klassentreffen und diese Mitschüler, die haben mir das immer noch berichtet, dass ich immer gezeichnet hätte und dass die Lehrer total wütend gewesen wären. Aber ich hab auch trotzdem den Unterricht verfolgen können. Das war nicht so, dass ich nichts mitgekriegt hätte. Naja, so ging es immer weiter. So ging es los. Also es erinnert mich so tatsächlich ein bisschen an mich. Ich habe auch früh angefangen zu zeichnen, allerdings mit Kreide auf die Straße. Das fanden die Leute jetzt nicht so prickelnd um diese Zeit. Und in der Schule habe ich auch immer gezeichnet, aber die Lehrer, das fanden die auch nicht so toll. Die fanden sich da nicht richtig dargestellt und ich habe es natürlich unter der Bank gemacht. Aber dann für ein Kunststudium hat es bei mir nicht gereicht. Ich habe das probiert, tatsächlich nach dem Abitur habe ich mich bei 3 Kunsthochschulen beworben und das Ausschlaggebende, warum ich es dann nicht gemacht habe, war ein Formbrief von der HBK in Berlin und da war einfach nur angekreuzt, bei mir war angekreuzt, künstlerisches Talent konnte nicht festgestellt werden, da habe ich gedacht, okay, gut, muss ich wohl akzeptieren. Dann habe ich die Seiten gewechselt und habe eben Kunstgeschichte studiert. War auch okay. Na, da hast du auch wirklich Wesentliches geleistet. Du hast eine tolle Ausstellung gemacht in deinem Haus.
Ja, kann die Nachwelt beurteilen. So, aber weiter im Text. Dann bist du in Dresden an die Kunsthochschule gegangen, aber nicht sofort, denn du hast erst eine Lehre gemacht. Ich habe das immer gelesen in deiner Vita, positiv, Retoucheur. Ehrlich gesagt, ich konnte mir nie irgendwas darunter vorstellen. Erklärst du uns, was das ist? Ja, das, also ich habe was gesucht, was eben auch mit Pinseln zu tun hat, natürlich, weil ich eben ja diese Malerei im Blick hatte und habe dann diese Positiv-Retoucheur-Lehre gefunden. Und zwar war das, was man heute im Photoshop macht, also die Fotos zu verbessern, das wusste damals alles mit Pinsel und Spritzpistole und mit mühsamster Technik auf Fotos gemalt werden. Und zwar so, dass das hinterher immer noch aussieht wie fotografiert und nicht wie gemalt. Also wirklich ganz pingelig. Und diesen furchtbaren Job habe ich dann 2 Jahre gemacht. Habe viel gelernt dabei, aber ich habe es dann nie wieder angewendet. Aber ich habe mit Pinseln zu tun gehabt und das war die Hauptsache. Und das hat dich, ja genau, das hat dich gelehrt, mit dem Pinsel umzugehen erstmal. Ne? Und zwar ganz exakt, wenn man was ganz exakt kann, dann kann man ja dann später davon lassen und das freier machen. Das ist überhaupt das Wesen von Kunst, dass man was lernt, also wirklich hingucken lernt, was genau abbilden lernt, um es dann völlig frei zu verändern. Und sich die Freiheit zu nehmen, die Freiheit kann man sich nur nehmen, wenn man eben vorher auch schon irgendeine Art Handwerk beherrscht, also weil man schon was anfangen kann und das dann einfach nach was aussieht. So. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren hattest du mal einen Kurs an der Städelschule in Frankfurt. Ja. Und dann bist du nach Heidelberg gefahren und hast mich besucht und hast gesagt, ich höre auf. Und ich sage, wieso? Dann hast du gesagt, naja, die wollen sich eigentlich nichts beibringen lassen. Wenn ich versuche, denen die Zeichnungen zu korrigieren, dann scheuchen sie mich weg. Wenn ich denen nichts beibringen kann, dann fahre ich lieber wieder nach Hause. So war es gut. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Also da werde ich nicht weiter drauf eingehen, aber es war tatsächlich so. Später habe ich dann noch andere Kurse gegeben, nicht an der Kunsthochschule, sondern an sogenannten freien Sommerkursen, Sommerakademien und so weiter. Da kommen die Leute ganz ausgehungert und wollen unbedingt was beigebracht kriegen. Und zwar so, dass man hinterher fix und fertig ist, weil sie ganz viel wissen wollen. Das ist aber auch andererseits gut so. Du hast dann Malerei studiert bei Kettner in Dresden? Also bei ihm, der ist ja Zeichner gewesen. Das heißt, ich habe natürlich bei ihm Zeichnen gelernt und habe die Malerei eigentlich nur für mich privat betrieben, also weil an der Schule waren nur schlechte Maler als Lehrer, ja. Die wollte ich nicht haben. Ja, verständlich. Du bist ja sehr vielseitig, du malst nicht nur, du hast viele Grafiken gemacht, du machst Plastiken, die Performance, Live-Malerei, das ist ja das, was nächsten Sonntag zu besichtigen sein wird. Du hast, um das gleich vorwegzunehmen, auch am Tag des freien Buches, das war ein Gedenktag in der DDR, hast du mit Malerkumpels zusammen jeweils an diesem Tag ein freies Buch gemacht. Naja, jeweils ist gut. Also 1983 habe ich das entdeckt im Kalender, dieses Datum, 10. Mai, Tag des freien Buches. Und ich fand das sehr zynisch, weil in der DDR, in diesem restriktiven System, gab es keine freien Bücher. Und auch kein einziges freies Buch. Und dann habe ich gesagt, spontan, habe ich ein paar Künstlerkollegen eingeladen, 2 Schriftsteller und noch 3 Maler. Wir haben dann zusammen ein freies Buch gemacht. Frei bedeutet, dass jeder bei jedem drin rumschreiben, rummalen, rumkleben konnte, auf jeder Seite. Und das wurde dann zum Schluss zusammengefügt zu einem Buch. Und es war ziemlich groß, 70 mal 50 cm so stark. Und hatte eine ganz ungeheure Intensität. Und das wollte ich dann jedes Jahr wieder machen. Und das bezog sich ja, dieser Tag des freien Buches, bezog sich auf die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten 1933. Und 1983 war das halt das 50-jährige Jubiläum. Und ich wollte das dann als Sicher fix machen. Jedes Jahr wollte ich diesen Tag auf diese Weise begehen mit meinen Künstlerkollegen. Und 1984, also genau ein Jahr später, musste ich an diesem Tag
die DDR verlassen. Also ich bin da rausgeflogen sozusagen. Weil das durfte nicht sein, dass jemand ein freies Buch haben möchte am Tag des freien Buches. Wäre noch schön. Ja. Aber du hast die Tradition dann im Westen fortgesetzt. Und, unter anderem 2007 bei uns im Kunstverein. War eine tolle Aktion, ging über mehrere Tage hinweg. Und das Ergebnis war auch damals spektakulär, wie ich mich erinnere. Ja, also im Westen nicht von Anfang an, sondern erst nach der Wende habe ich das wieder gemacht, weil ich gerne mit den Künstlerkollegen, mit denen ich begonnen hatte, weiterarbeiten wollte. Und wir haben dann nur wechselnde Besetzungen, also mit Gastkünstlern und auch an verschiedenen Orten das gemacht. Und dann den Ort dann oft als Thema aufgenommen, auch hier in Mannheim. Ja, genau. Wie hat man sich das vorzustellen, nur noch kurz, als Künstler in der DDR, als vor allem als Künstler, der eben nicht systemkonform arbeiten will und das auch nicht tut. Was für Restriktionen warst du persönlich oder auch deine Arbeit, also auch in Bezug auf Ausstellungen ausgesetzt? Ach, das ist sehr komplex. Das kann man nicht einfach so in einem Satz beantworten, weil das System war ja immer so mit Zuckerbrot und Peitsche, hat es immer gearbeitet. Also du hast auf der einen Seite Angebote gekriegt für, weiß nicht, für ein gutes Geld, irgendwas in der Arbeit zu machen. Und auf der anderen Seite solltest du aber auch immer der politischen Linie treu sein, folgen und eben auch die bestätigen. Und das passt nicht zusammen. Das passt eigentlich nicht zusammen. Ich meine, man sieht ja auch, wo es hingeführt hat. Das Land gibt es nicht mehr in dieser Form. Naja, das ist einfach also eine Unfreiheit im Denken und auch die Leute immer so einzuengen und denen vorzuschreiben, was sie machen sollen, das kann nicht gut gehen auf die Dauer. Du hast viel Grafik in der Frühzeit gemacht, also auch Radierung zum Beispiel. Also machst du heute eigentlich gar nicht mehr, oder? Nein, ich mache das nicht mehr, weil das muss man ja auch irgendwie unter die Leute bringen. Und die Galerien, mit denen ich zusammenarbeite, die zeigen sehr selten Grafik. Meistens kommt das nur noch in den Schrank und wird irgendwie bei Nachfrage gezeigt. Und nur für die Schubladen, ich habe so viel Grafik in meinen Schubladen, das muss ich nicht noch weiterführen. Okay, das ist natürlich schade. Klar, ja, der Grafikmarkt ist so in den letzten 2-3 Jahrzehnten relativ zusammengebrochen. Ne? Das ist sehr schade, finde ich, weil grafische Arbeiten sind einfach sehr reizvoll. Aber du hast Bücher gemacht, Künstlerbücher. Ja, genau. Und das mache ich auch immer noch, Künstlerbücher in wechselnden Situationen, Strukturen. Also es gibt so einige Verleger, die verlegen dann Künstlerbücher, indem sie einen Künstler und einen Schriftsteller zusammenbringen und dann sagen, wir machen eine kleine Stückzahl, also zwischen 15 und 100 Büchern. Das ist also wirklich verschwindend gering. Aber die werden eben alle mit Bleibuchstaben, also richtig mit alter Satz- und Drucktechnik hergestellt, auf sehr schön handgeschöpftem Büttenpapier. Und dann werden die Grafiken dazu eben in den klassischen Drucktechniken, also Radierung, Lithografie, Holzschnitt und so weiter hergestellt. Und das ist eine besondere Arbeit, weil man eben sich mit dem Text ganz anders auseinandersetzt, als wenn man nur ein Buch liest. Also wenn man ein Buch, einen Text bebildert oder Bilder dazu erschafft, die vom Text angeregt sind, die müssen ja nicht unbedingt illustrieren, sondern sie können eben auch weiterführende Gedanken darstellen. Und das ist einfach eine sehr spannende und auch erfüllende Arbeit. Das mache ich immer wieder gerne. Ja. Ja, das sind dann eigentlich sogar weniger Illustrationen als eine direkte Reaktion auf den Text, eine ganz persönliche Auseinandersetzung mit dem Text. Genau, also Illustration würde ich in dem Fall auch nicht dazu sagen. Genau. Dabei bleibt es nicht stehen, bevor wir zur Malerei kommen. Noch ein weiteres Feld, auf dem du tätig bist, beziehungsweise tätig warst. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Keramik. Ja, Keramik mache ich nur noch für meinen eigenen Bedarf. Also die Keramikerin hat inzwischen ihren Laden zugemacht und macht noch zu Hause ein bisschen Keramik. Und, ja. Und man kann nicht mit jedem zusammenarbeiten, weil die hat sehr schöne, ganz dünne Scherben gemacht, ganz dünne Tassen. Und die findet man nicht mehr. Die meisten Keramiker machen Tassen mit einem 10 cm dicken Rand und dann hat man so viel Ton im Mund, wenn man was daraus trinken will. Das mag ich nicht. Ja, stimmt, ich hab noch ein paar davon und die gibt es immer sonntags.
Gut, oder? Ich habe schon lange keine mehr fallen lassen. Freilich sind wir sonntags. So, zur Malerei. Ja, was auffällt, sind natürlich als erstes Figurationen. Landschaften gibt es eher im Hintergrund. So gut wie nie eigentlich. Ne? Das ist wie im 16. Jahrhundert, als die Landschaft sich langsam emanzipiert hat. Da wurde die Landschaft dann im Hintergrund immer wichtiger und hat sich in den Vordergrund gedrängt. Bei dir ist sie im Hintergrund geblieben. Und das ist vielleicht auch gut so, denn die Figuren sind spektakulär. Auffällig daran sind die sehr, sehr langen Gliedmaßen und natürlich die tänzerische Bewegung. Ja, also ich bin zum Tanz gekommen, also zum Darstellen von tänzerischen Bewegungen durch Tänzer tatsächlich. Und habe nach dem Studium, in der DDR hat man ja im Studium ausschließlich realistisch gearbeitet, und nach dem Studium hatte ich die Nase erstmal voll, habe angefangen abstrakt zu arbeiten, habe so Collagen gemacht und auch abstrakte Zeichnungen und Bilder, auch Grafiken. Und irgendwann hat das eine gewisse Beliebigkeit gehabt. Man konnte quasi mit Kompositionswissen, konnte man zack, 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 da was und da was und da. Und dann war das also immer ganz gut aus, aber es hat mich nicht mehr befriedigt. Es ging meine Seele, hat es nicht mitgenommen. Und sonntags habe ich mit Tänzern, mit Solisten der Oper in Dresden, haben wir uns immer getroffen. Ich habe damals auch Musik gemacht, und die Tänzer haben dazu improvisiert getanzt. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe gezeichnet und habe gedacht, das ist ja so toll, wie die das machen. Und was die für einen Ausdruck in ihren Bewegungen haben. Und dann habe ich angefangen, eben diese tänzerischen Bewegungen zu zeichnen, zu malen. Und dann habe ich auch begriffen, dass das sehr viel mit Kalligrafie zu tun hat. Das ist also, man kann diese Figuren schreiben mit dem chinesischen Pinsel. Und das ist dann trotzdem die Figur, aber sie ist eben geschrieben. Für mich ist das jedenfalls eine Art von Schrift. Ich habe auch in China extra kalligrafische Künstler aufgesucht und habe mit denen darüber gesprochen, ob die das eben so empfinden. Und sie haben mir das total bestätigt, dass sie die Kalligrafie ist in ihrem Sinne eine sehr erweiterte Kunstform und dass diese gezeichneten, geschriebenen Figuren von mir durchaus dazugehören. Also Text und Bild gleichzeitig so ein bisschen, ne? Ja. Zumindest im Ansatz. Ja, also Text ist dann wirklich, man kann die Figuren eben lesen wie ein Text. Ne? Ja. Aber die Figuren drücken ja alle was aus. Das ist ja, die haben ja einen Ausdruck, der was sagen will. Und deswegen kann man das eben lesen. Ja. Also wir saßen vorhin beim Kaffee zusammen und dann hatten wir es auch mit dieser Überlänge von Gliedmaßen und wir wollten euch und Ihnen nicht vorenthalten, was dir dazu eingefallen ist. Das muss jetzt sein. Ich habe manchmal, wenn ich so draußen in der Straße im Kaffee sitze und die Leute so beobachte, dann denke ich, wieso haben die eigentlich alle so kurze Beine? Weil für mich ist das so selbstverständlich, dass die Gliedmaßen unheimlich lang sind. Natürlich deswegen, weil die damit den Ausdruck überhöhen und natürlich viel mehr Ausdruck darstellen können, als wenn sie ganz normal proportioniert werden. Klar, das ist ein Ausdrucksträger, womit wir bei deinen Themen so ein bisschen sind. Tanz ist das eine, dann zwischenmenschliche Beziehungen, vor allem zwischen Mann und Frau, taucht alle naslang auf. Aber es gibt auch politische Themen. Also ich erinnere mich an ein Bild der preußische Ikarus zum Beispiel. Und dann hast du mir vorhin auf dem Handy ein Foto gezeigt von einer neuen Arbeit. In jeder Ritz sitzt der alte Fritz. Magst du dazu was erzählen? Ja, also das war dieser alte Fritz, war quasi wirklich eine Art Auftrag, eine Frage für ein Museum in Berlin, in Potsdam, für das Haus der preußisch-brandenburgischen Geschichte. Und das hat mir viel Spaß gemacht, aber im Grunde genommen sind auch Bilder, wo nur ein tanzendes Paar drauf ist, auch politisch, weil da alles, was einen umgibt und was einen beeinflusst, das hat auch einen politischen Aspekt. Und was man hier in der Ausstellung sehen kann, das sind eben die drei großen Bilder, sind letzten Endes alles hochpolitische Themen, und die uns alle angehen und bewegen. Klar, menschliche Beziehungen sind natürlich per se immer
politisch wirken in die Gesellschaft hinein und aus der Gesellschaft auch in die Beziehung hinein, das ist auch klar. Ich wollte noch was zu den Plastiken sagen. Also die Plastiken, ganz klar, steht ja auch eine. Die Figuren sind sofort aus der Malerei wieder erkennbar, aber sie bilden natürlich eine ganz eigene Schwierigkeit ab. Nämlich dreidimensional im Kleinen sowie im Großen. Ich habe gehört, die neueste Arbeit, an der du arbeitest, ist 4,5 Meter hoch. Das ist schon ein Ding. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie entsteht sowas? Du musst ja ein Modell machen. Bei 4,5 Metern kann man das ja nicht einfach so aufbauen. Wie funktioniert das? Also natürlich habe ich erstmal zuerst Zeichnungen, Skizzen, mit denen ich mir überhaupt klar mache, was will ich damit für eine Bewegung und für einen Ausdruck erreichen. Und dann mache ich das ein kleines Modell, also 1:10, 40 cm oder wie auch immer. Und dann manchmal noch eine Zwischengröße, 1,40 m oder 50. Und dann das große Ding. Und da wird also zuerst das Gestell geschweißt. Das heißt, das geht jetzt zwar sehr ins Detail, aber vielleicht ist das tatsächlich interessant. Also es wird in Eisen geschweißt. Es muss eben genau in der richtigen Form für diese Figur, für die Bewegung, für die Proportion, für die Dynamik muss das zusammengeschweißt werden. Und das ist ein ziemlich anstrengender und auch zeitaufwendiger und wirklich kreativer Prozess, nicht nur von mir. Ich bin da derjenige, der immer rumgeht und sagt, da noch ein Stück und da wieder ein bisschen rüber und da. Und die anderen müssen das festmachen und dann sagt man, nee, so geht's nicht, macht's wieder locker, wir müssen nochmal neu ansetzen. Und irgendwann ist das Ding dann fertig, dieses Gestell, und dann wird halt das Fleisch dran gepappt, in Form von Gips in dem Fall. Ja. Und dann muss man die Oberfläche so weit bearbeiten, dass sie auch ansehnlich ist. Und dann wird das alles wieder zersägt in kleine Stücke und kommt in die Gießerei, die das dann abformt und gießt und dann wieder zusammenfügt. Ein langer Prozess mit viel, viel Handarbeit und viel Schweiß und manchmal auch Tränen. Denk ich mir. Aber es ist natürlich toll, sagen wir mal, die Adaption im Dreidimensionalen zu sehen, die man vorher im Zweidimensionalen gehabt hat. Und was ich bislang gesehen habe, muss ich sagen, in jedem Fall gelungen. Bevor wir Sie jetzt langweilen, sagen wir, Sie können den Künstler nachher noch was fragen. Mir kommt so ein Bonmot ins Hirn, gerade das ich mal gelesen habe. Das heißt, oder zumindest so ähnlich wie, Künstler sind oft eingeladen und trinken viel. Stimmt das? Das kommt vor. Prima. Dann vielen Dank. Möchte noch...